herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm Hallo. Und dem Problem Anhänger, Kind, Patient, Anderson M160. So. Der Ausleger ist nämlich viel zu schwach, um hier die Baumstämme zu transportieren. Viel zu schwach. Hä? Viel zu schwach. Viel zu schwach. Die Lösung ist jetzt, dass du gerade mal zum Händler fährst, eine Poltergabel kaufst für einen Frontlader und dann wieder herkommst und mir den bringst und dann würde ich den mit Poltergabel aufladen, die Stämme hier. Ich möchte gerade... Guck, das kann Wasser fassen. Es ist nur nicht beschriftet. Das von mir alles. Ist wurscht, ich brauche die Poltergabel jetzt erstmal. Zack, zack. Sonst kriege ich die Folge nichts gebacken. Ja, ich komme mit dem Frontlader. Die kleinen Dinger kann ich ja wenigstens schon mal verladen. Mal sehen, ob ich den überhaupt ankriege, so wie der hier liegt. Ich kann es zurücksetzen, es wird ja am Hof zurückgesetzt. Ja, mach. So, das Holz machen ist natürlich nur eine Überbrückungsarbeit. Bis unser Feld fertig ist. Wie bitte? Ich muss jetzt zurück. Habe ich schon. Ich weiß gar nicht, ob der... Das ist ein FZ30. Ich glaube, da passt gar nicht ran. Drangehen tun sie, glaube ich, schon, aber es sieht halt scheiße aus. Und die gehen halt nicht ganz runter. Dann. Und die gehen, wenn man die abmachen will, dann gehen die auch nicht mehr ab. Oder wollen die nicht mehr abgehen? Dann müsste man den wohl verkaufen. Oder du nimmst mit dem Kramer. Oder, ja. Wenn es einen Kompaktlader mit Forstschaufel gibt. Das ist nur so eine Stapelzange. Rührbeilzange. Poltergabel doch. Ah, warte mal, wir haben doch hier auch das SC-Dings da drauf, oder? Ja, das ist aber nichts dabei. Da ist nichts, schade. Da sind nur Schaufeln. Dann soll ich den Kramer? Ja, irgendwas, ich brauche auf jeden Fall eine Poltergabel. Dann nehme ich jetzt den Kramer. Und der hier ist, glaube ich, wieder runtergefallen. So ein Schmuh hier. Schumm. Oh, 587 Euro von den Eiern. Ah, genau, dann ist es der Trigger da. Ja. Habe ich doch richtig geraten. Ich beeile mich mit meinem 43 Kramer. Das ist sehr nett. Ja, dann kannst du die schon mal kaufen, die Poltergabel. Kannst du kaufen, ich lade Stämme auf, das dauert lang genug. Komm kaum vorwärts hier. Aber ich bin tätig. Ja, eigentlich hatten wir ja den Plan, dass wir damit mal schnell ein bisschen Geld machen. Aber das sieht im Moment nicht so ganz danach aus. Nein. Das sieht eher längerfristig, langwieriger aus. Ja.
Und du kannst nicht mit der mit dem Poltergabel Bäume verladen. Ich hab's noch nie gemacht. Ist aber keine Ausrede, gell? Doch. Nee, dann heißt es probieren. Ich habe auch noch fast nie Forst gemacht. Also ich hab's im 17er habe ich's exzessiv gemacht. Also da habe ich wirklich viel, viel Forst gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Bitte. Ups. Achso, nee, du hast ja jetzt nur den Kram. Jo. Oh, jetzt ist der weggeflippt. Ach, jetzt. So ein Kackauto hat mich jetzt umgeworfen. Ein Auto hat. Ah, da bist du ja, ich sehe dich. Auto hat den Kram umgeworfen. Übrigens, den Kram habe ich letzt sogar bei einem Baueinsatz in der Stadt gesehen. Da war der unterwegs. Er lag nicht auf der Seite. Nee, das nicht. So, wo bist du denn? Ja, ich liege hier auf der Seite. Dann stell ihn doch auf. Hey, ja, versuche ich ja. Jetzt. Ja, jetzt wo ich komme, um ein Foto zu machen. Hey, wieso denn ein Foto? Ah, das ist der Klee hier. Mhm. Interessante Textur. Quatsch. Das ist aber keine Poltergabel. Doch, das ist die Poltergabel. Die unter Frontlader war. Nein, das ist wie gesagt der konfigurierte Kompaktlader. Falls du es noch immer nicht mitgekriegt hast. Ist trotzdem keine Kopfpoltergabel für mich. Geh mal raus. Keine Ahnung, ob man damit jetzt wirklich arbeiten kann. Ich habe gedacht, du bringst mir die vom Traktor. Wie funktioniert denn die hier? Wie macht man die zu? Rechter Maustaste. Ja. Okay, das kann sich nur um Stunden handeln. Nur vielleicht noch Stunden. Ja, das war ein Fehlkauf. Definitiv. Hätte ich sie doch wohl doch selber gekauft, Mann. Dann hätte es aber nicht an Kramer gepasst. Alter, ich hab sie dran. Mal gerade hier. Tiere sind jetzt versorgt.
Nein. Jetzt fällt der Stamm gleich runter, ey. Dann doch, die sind verrückt. Kotze ich aber. Alt. Der arme Tisch. Hm. Warum hast du mir nicht einfach einen Traktor gebracht? Den Frontlader müssen wir sowieso verkaufen. Mann, ich bin unzufrieden. Der Kram kommt nicht mal mehr vom Fleck mit dem Baum vorne dran. Mal ein bisschen zurück. Oh mein. So? Gut. So. Ja. Ich denke, er ist voll. Ich denke, da geht noch ein bisschen was. Oh, nicht mehr viel. Ja, so ein paar kleine Stückchen kriegen wir noch. Wenn sie denn in die Gabel gehen. Ey, das ist so ein Bullshit. So, was gibt's zu tun? Das ist hier, Kram fahren. Da ist ein Stückchen nicht gefüllt. Hä, wieso bewegt sich der andere Stamm hier mit? Welcher? Ja, der eine, der hat sich mitbewegt. Lass die Ding mal zu. Die Spanngurte. Der Kramer hängt fest, der backt. Ich kann den nicht mehr wegfahren. Weder vorwärts noch rückwärts. Lass die Spanngurte zu, dann macht das sie wieder auf, ey. Weiß nicht, was der heute denkt. Ich fahr das mal weg. Hoffen, dass wir dafür ein bisschen Kohle kriegen für den fetten Stamm. Kannst du mal gucken, ob die Eier bei den Hühnern voll sind. Dann kannst du die schon rübertragen zum Shop. Irgendwo bleibe ich ja die ganze Zeit hängen. Nee, sind noch nicht voll. Irgendwas, da wird was nicht angezeigt. Ich fahr gar nicht so weit, so nah irgendwo dran. Das ist echt kacke. Also das ist auch... Ich guck mal, ich stehe 10 Meter weg vom nächsten Baum, aber das backt rum. Das ist echt Müll des Todes. Also wirklich, Anderson DLC, das ein... Guck mal, irgendwas... Aber das liegt an dem Baum. Irgendein Baum ragt da anscheinend raus. Die Polly ist nicht richtig anscheinend. Ne, ja, das hängt aber am Baum. Weil der Kramer ja, hing ja auch fest. Ich probiere jetzt nochmal den Kramer zu befreien. Da hängt der Kramer immer noch fest. Jetzt. Ja, jetzt, ich hab's geschafft. Ja, toll, jetzt kommt ein Auto. Jetzt ist Kacke am Dampfen. Ey, Alter, es kotzt mich gerade so richtig an. Ich komme hier nicht weg. Nochmal Verkehr aus. Nützt ja nichts. Ja, das nützt trotzdem nichts, weil du da nicht rumkommst. Wo steht denn der Scheiß? Das ist echt.
Ich krieg den ja nicht gedreht, das ist das Problem. Weil der an dem Zaun festhängt. Guck, jetzt schon wieder. Also, ich würde ihn direkt verkaufen. Also irgendwas auf der rechten Seite blockiert. Guck mal, dass ich jetzt möglichst weit links fahre. Das ist eigentlich neu. Machst du Zeit wieder 5? Ja. So, wieder hängen geblieben. Ist so ein Bullshit, aber auch. Wenn der jetzt nicht 20.000 bringt, der Stamm, dann raste ich aus. Aber richtig. Wow. Okay. Das war mal wieder eine Vorführung, wie es nicht funktioniert. Wir werden den hier jetzt verkaufen. Mal überlegen, ob wir uns vielleicht, also definitiv ein Fehler war, den großen Baum zu fällen. Das war ein Fehler. Wir werden mal gucken, dass wir den einen da jetzt noch wegkriegen. Vielleicht auch nochmal mit dem Anhänger. Das werden wir jetzt kurz zwischen den Folgen machen. Und dann werden wir uns eventuell einfach den Fliegeltrailer holen mit Dolly. Der kostet sowieso nicht so viel, gell? Weiß ich nicht. Ja. Guck mal gerade rein. Ich glaube, die Dolly kostet, glaube ich, 9.000, gell? Die Dolly 9.000. Und der Anhänger kostet 28.000. Oh, doch so teuer. Ja, dann mieten. Also dann wird man halt die Bäume erstmal fällen, auf Länge schneiden. Dann hole ich mir einen Frontlader. Also für einen Traktor. Nicht so ein Bullshit wie das hier. Und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen, weil die Bäume da oben, die Fichten, die oder die Tannen, ne, Fichten sind das, Kiefern, die kriegst du mit dem normalen mit der normalen Poltergabel recht easy weg. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und alles. Bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.